Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem FC Bayern München. Ja, heute geht's weiter in der Bundesliga, und zwar steht der 24. Spieltag an, und wir müssen, ja, nicht unbedingt heute gegen meinen Lieblingsgegner, wir müssen gegen die Mainzer, und gegen die Mainzer tue ich mich verdammt schwer. So, kurzen Blick auf die Tabelle. Also, beim letzten Mal gab es ja nur ein 0:0 gegen Hertha BSC Berlin. Wir haben ein bisschen Vorsprung eingebüßt, sind allerdings immer noch Tabellenführer. 2 Punkte vor dem BVB, 3 Punkte vor Wolfsburg und 5 Punkte vor Gladbach. Unser heutiger Gegner Mainz ist auf Platz 6, also es ist eine gute Position für Mainz, und ich bin sehr gespannt, wie wir heute uns schlagen werden. So, es geht rein, wir spielen in Mainz, auf jeden Fall schon wieder ein Vorteil für die Mainzer. Spieleinstellungen, Legende ist drin, passt. Und kurzer Blick auf die Aufstellung, werfen wir natürlich auch ganz kurz. Ich habe heute nicht die besten Spieler drin, liegt daran, dass beim nächsten Mal Champions League ansteht, Achtelfinal-Rückspiel gegen Arsenal. Und da muss ich einfach alles Gute parat haben. Deswegen heute so ein bisschen die B-Mannschaft, wobei B-Mannschaft bei Bayern natürlich immer nur eine verdammt gute Mannschaft ist. Also vorne Thomas Müller, links Franck Ribéry, rechts Lucas Vázquez, dann Mittelfeld mit Corentin Tolisso, Renato Sanchez, Sebastian Rudi. Die Abwehr mit Juan Bernat, Javi Martinez, Niklas Süle und Rafinha, und im Tor Manuel Neuer, unser heutiger Kapitän. Ja, soweit dazu. Und wir sind sehr gespannt, wie das hier heute ausgeht. Wie gesagt, gegen Mainz tue ich mich hier im Spiel immer sehr, sehr schwer. Deswegen wird das eine wirkliche Herausforderung für mich. Aber mal schauen, wie es läuft. Jetzt sind wir auf jeden Fall angekommen in Mainz, und es kann beginnen. Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem ersten FSV Mainz 05. Ja, Stadion restlos ausverkauft. Klar, wenn der Tabellenführer, der Rekordmeister zu Gast ist, dann ist hier was geboten im Stadion. Die Teams kommen rein. Die Schiedsrichter sind mit dabei. Und hier sehen wir Manuel Neuer mit der Kapitänsbinde. Die Frage ist, wie sehr sind die Bayern im Kopf schon beim FC Arsenal unter der Woche? Weil, wie gesagt, das ist das Champions League Achtelfinale gegen Arsenal beim nächsten Mal am Mittwoch. Und klar, da muss man gewinnen, das wissen die Bayern, und mal schauen, wie sie hier und heute sich auf dieses Spiel einstellen konnten. So, die Teams sind bereit, der Ball liegt auch bereit, der FSV Mainz 05 mit dem Anstoß, und damit rollt der Ball. Die Mainzer haben begonnen, und jetzt geht's also los. Bayern gegen Mainz, in den letzten Jahren immer eigentlich sehr spannende Spiele, die Bayern tun sie immer sehr schwer. Und jetzt die erste Chance für Mainz direkt zu Beginn des Spiels. Glück für die Bayern in der dritten Minute, das Niederlechner. Diese Chance ungenutzt, der steht komplett frei. Wo ist denn da die Innenverteidigung? Niklas Süle, Javi Martinez, guten Morgen, wo seid ihr? 2 Minuten vorbei und Bayern mit riesen Dusel in der Anfangsphase. Das kann und muss eigentlich schon fast das 1:0 für Mainz sein. So, jetzt die Bayern über Thomas Müller. Findet Franck Ribéry. Der sieht Juan Bernat. Bernat mit der Flanke in die Mitte. Die kommt weit! Ja, zumindest die Chance für Corentin Tolisso. Probiert es mit dem Kopf, aber bekommt den Ball nicht mehr in die Mitte geleitet. Schade, gute Chance. Liegen gelassen, es bleibt daher erstmal. Nee. Lucas Vázquez war das, glaube ich, nicht Corentin Tolisso. Sorry, mein Fehler. Und jetzt erstmal wieder Mainz über Latza. Also die Mainzer wollen sich hier nicht verstecken. Die beginnen hier von Minute 1 an die Bayern hier unter Druck zu setzen. Mal schauen, wie lange sie die Bayern das anschauen. So, jetzt erstmal Lucas Vázquez. Macht der Guten ein bisschen Glück. So, jetzt Sanchez wird zurück zu Vázquez spielen, der durchgelaufen war, aber Ball wird abgefangen, jetzt Rudi. Oh. Hält zu lange den Ball, hat natürlich Ribéry auf der anderen Seite gesucht, aber der war zugestellt. Und dann war der Ball schon wieder weg. Mainz mit dem langen Ball nach vorne, Martinez ist zur Stelle. So, da ist Sanchez, außen geht Lucas Vázquez. Gut gesehen, jetzt in die Mitte, jawohl, da ist Rudi. Rudi mit der Chance, der ist im Setzer, Rudi abgefangen vom Verteidiger, sein Schuss. Es bleibt erstmal beim 0:0. So, jetzt Bungert. Also Rodriguez, weiter geht's zu Brusinski. Dann der lange Ball nach vorne. Juan Bernat setzt sie im Zweikampf durch, aber der Ball geht direkt zu einem Mainzer und dann Sanchez mit Foulspiel, Freistoß.
jetzt für den Gastgeber. So, Clemens hat sich den Ball jetzt zurechtgelegt. Bringt den Ball schön in die Mitte. Die Chance ist dafür Mainz. Immer noch. Die Chance ist gut. Neues zur Stelle und dann Rafinha macht das gut. Holt sie den Ball und will hier kontern. So, jetzt Rafinha. Nimmt natürlich Lukas Vázquez mit, aber die Bayern, ja, sind nicht zahlreich mitgelaufen. Da sind leider nur ein paar dabei, zum Beispiel Thomas Müller. So, Müller, was macht der jetzt aus seiner Chance? Müller probiert es alleine, bleibt hängen am Verteidiger, aber Ribéry holt den Ball sofort wieder zurück. So, jetzt Sebastian Rudi. Da kommt Rafinha. Rafinha Platz, abgefangen. Ja, bis jetzt ist das hier ein offenes Spiel. Der FC Bayern München tut sich, ja, fast schon wie erwartet, schwer gegen Mainz. Denn die halten hier ordentlich dagegen. Und hatten bis jetzt eigentlich die größte Torchance in der zweiten Minute. So, stark hier. Rafinha kommt da nicht ran. Gut gemacht von Jairo. Aber dann die Hereingabe wird abgefangen von Rudi. Und es gibt den ersten Eckball im Spiel für die Mainzer. So, Ecke kommt von Clemens. Sanchez ist zur Stelle, aber nur halbherzig geklärt hier. Jetzt schön angegangen von ihm. Und das, ach komm, das war doch kein Foulspiel. So, jetzt Freistoß Mainz aus einer guten Position. 25. Minute. Und das macht wieder Clemens. Das ist jetzt gefährlich. Da holt sich einen Kollegen dazu. 25 Meter. Kommt aufs Tor, geht drüber, ungefährlich. Bleibt beim 0:0. Schauen wir nochmal die Wiederholung an. Ja, da fehlen dann doch ein, zwei Meter, die der Ball da übers Tor drüber geht. So, Rafinha. Aber was auffällt, die Mainzer greifen extrem früh an. Das macht das Spiel der Bayern natürlich sehr, sehr schwer. So, aber jetzt Rafinha. Der kann sich jetzt mal ein bisschen Platz verschaffen. Mal schauen, was er daraus macht. Rafinha holt zumindest den Einwurf raus. Da waren wieder zwei Gegenspieler bei ihm. Konnten nichts draus machen. So, da ist Vázquez. Oh, leicht, ganz, ganz leicht den Ball hierher geschenkt. Und jetzt Achtung, Rafinha fehlt hinten. Deswegen ist die rechte Seite bei den Bayern offen. Da muss jetzt Martinez ran. Der fehlt aber in der Mitte. Er macht das gut und holt sie den Ball. Und die Bayern wieder am Ball über Franck Ribéry. Da ist Renato Sanchez. Tolisso. Rudi. Und wieder Franck Ribéry. Die Bayern kommen jetzt im 16er der Mainzer näher. So, da ist Sanchez gut gesehen. Da ist Lukas Vázquez. Vázquez gut. Da muss Sanchez ran. Da ist Sanchez. Und das ist 1:0. 32. Minute. Die Bayern führen in Mainz mit 1:0. Sanchez per Kopf. Der steht komplett frei im 16er. Die Gegenspieler viel zu weit weg. Und dann kann er sich perfekt zum Ball drehen. Und dann ist der Ball drin. Die Bayern führen mit 1:0. Renato Sanchez. Sein drittes Tor in dieser Bundesliga-Saison. 32. Minute. Bayern 1. Mainz 0. Puh. Erleichterung bei den Bayern. Die Mainzer waren gut dabei. Das hätte auch auf der anderen Seite passieren können. Aber zum Glück. Vázquez macht das wirklich sehr stark auf den Flügeln. Und dann in der Mitte Renato Sanchez zur Stelle. Aber Mainz wird nicht aufgeben. Die werden hier weiter nach vorne spielen. Verlieren hier allerdings den Ball. So, als Juan Bernat. Da laufen jetzt die Mitspieler mit. Der Pass geht zu Ribéry. Ribéry mit dem langen Ball zu Juan Bernat. Der ist in sehr Bernat. Hat die Chance. Wird gezogen. Versucht den Torwart zu tunneln. Und dann hat der Torwart doch noch irgendein Körperteil dran gehabt. So, weiter geht's. Wieder Juan Bernat. Aber jetzt sind die Mainzer dicht hinten drin. Sanchez, vielleicht nochmal seine Scheibe. Renato Sanchez mit Gewalt schießt er den Gegenspieler an. Und dann gibt's Abstoß. So, hier nochmal sein Tor per Kopf. Aus kurzer Distanz, der Torhüter machtlos. Ja, die Verteidiger waren da viel zu weit weggestanden. Und deswegen führen die Bayern hier mit 1:0. So, lange Ball nach vorne. Gut gemacht von Niklas Süle, der allerdings doch nie den Ball behaupten kann. Aber hier Tolisso auch gut im Zweikampf, aber Mainz hält erstmal den Ball in den eigenen Reihen. Und jetzt der Ball zu Clemens. Da hängt Juan Bernat ein bisschen zu weit hinterher. Jetzt muss Ribéry da eigentlich mithelfen. Clemens mit der Flanke in die Mitte. Neuer kommt raus. Schlechte Abstimmung zwischen Neuer und der Abwehr.
Und jetzt fällt die Konterchance für die Bayern. So, da ist Tolisso. Außen geht Lukas Vázquez, da ist Müller. Die Chance ist da für die Bayern. Müller vergibt die Chance. So, letzten Minuten, oder letzten Sekunden besser gesagt, laufen jetzt in der ersten Halbzeit. Es gibt 3 Minuten oben drauf, das ist sehr, sehr viel. Und nochmal Mainz. Nochmal kommen die Mainz hier nach vorne. Juan Bernat gegen Clemens. Clemens macht das wieder gut. Juan Bernat kommt wieder zu spät, aber die Flanke ziellos, orientierungslos. Und jetzt vielleicht nochmal die Chance für die Münder. Thomas Müller mit dem Ballverlust, aber Vázquez setzt nach. Nein, der setzt nicht mehr nach. Die erste Halbzeit ist vorbei. Der FC Bayern München führt im 1 mit 1:0. Torschütze Renato Sanchez. Hier sehen wir ihn. Per Kopf war er erfolgreich. Es ist ein offener Schlagabtausch hier und heute. Beide Teams geben sehr viel. Und wir sind gespannt, wie das hier noch weitergeht. So, Halbzeitstände momentan uninteressant. Und jetzt schauen wir mal weiter auf die Fitness. Ribéry baut schon ein bisschen ab. Mal schauen, ob er durchspielen kann. Glaube nicht, aber egal, wir werden weitersehen. So, jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Der FC Bayern über den Anstoß. Und es geht weiter in Mainz. Die Bayern führen gegen den ersten FSV Mainz 05 mit 1:0. Es ist ein gutes Spiel gewesen in der ersten Halbzeit, weil beide Teams offensiv draufgegangen sind. Keiner hat sich hier versteckt. Die Mainzer haben versucht, den Bayern hier einen einzuschenken. Hätte auch fast geklappt, bereits in der 2. Minute. Allerdings, da hat das Ziel so ein bisschen gefehlt. Und jetzt die Bayern in der 2. Halbzeit am Ball über Thomas Müller. Sieht Franck Ribéry. Bekommt keine Anspielstation. Kann dann auch wenig draus machen. Und da ist Bell mit dem langen Ball nach vorne. Aber der ist im Aus. Deswegen Einwurf für die Gäste. So, bietet es mal ein bisschen besser an. Da ist Rudi. Da ist Sanchez und unten geht Rafinha mit. Rafinha auch wieder sehr offensiv mit dabei, muss ich sagen. Also der fehlt oft hinten, aber vorne hat er halt wirklich gute Akzente heute schon gesetzt. So, jetzt Sanchez. Das war gefährlich. Das war gefährlich. Wenn Sanchez diesen Ball bekommt, dann brennt es hinten bei Mainz. So, Mainz muss beim nächsten Mal ebenfalls wieder zu Hause ran gegen Hertha BSC Berlin. Jetzt ist der Bayern ausgeführt. Ribéry. Ball nochmal im Aus. Nochmal Einwurf für die Bayern. So, wo ist mein Mitspieler? Da ist zum Beispiel einer. Da ist Rudi. Zu Juan Bernat. Bernat zieht rein. Ist er Juan Bernat mit dem Abschluss. Zu zentral. Nochmal die Chance. Die Riesenchance für Thomas Müller. 56. Minute. Ein Riesending. Da steht er und dann trifft er den Ball nicht richtig. Normal ist der drin. Der Torhüter war weit, weit weg. Und eigentlich muss er den Ball irgendwie vorbeibringen am Gegenspieler. So, Lukas Vázquez mit dem Eckball. Kommt gut rein. Da kommt ein angesprungen mit vollem Tempo. Aber Mainz kann sich erstmal befreien und kann konnen über Maxim. Aber gut gemacht von Martinez. Nochmal die Grätsche. Das war ein Foulspiel. Schiedsrichter lässt auf Vorteil weiterlaufen. Aber die Mainzer waren hart bedrängt. Und dann der Ballverlust. Ribéry passt da gut auf. So, Franck Ribéry, was macht er aus? Ribéry! So harmlos im Abschluss. Aber die Bayern bleiben dran. Tolisso. Jetzt muss sie Mainz anziehen. So, da kommt Rudi! Und Lössl heute im Tor beim FSV Mainz 05. Mit einer richtig guten Parade gegen den Gewaltschuss von Sebastian Rudi. So, jetzt Clemens. Hier Reingabe, oh, wow, 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 das ist, ja, wobei, es geht noch weiter, da ist Scheiro. Aber die Bayern zu zweit können sie ihn dann vorbeitrennen und weiter geht's über Rafinha. Rafinha, gestoppt, aber es gibt einen für die Münder. So, da ist Sanchez. Rudi. Weiter geht's zu Franck Ribéry. Da ist Tolisso und da ist hier Renato Sanchez. Sanchez, gut gemacht. Weiter geht's zu Rudi. Und der sieht aus, denn Juan Bernat, der Platz. So, Bernat nimmt Ribéry mit. Jetzt ist die Chance da für die Bayern zum 2:0. So, da kommt Müller, der kommt nicht ran. Nimmt noch den Gegenspieler mit, das gibt Gelb. Das wird die gelbe Karte geben für Thomas Müller. Da wollte er alles, bekommt aber nur Gelb. Schauen wir uns das mal in der Wiederholung an.
Ja, da kommt einfach zu spät. Da wollte Thomas Müller natürlich seine Chance hier für sein Tor nutzen. Ging nach hinten los. So, Ball geht erstmal durch. Manuel Neuer schnappt ihn sich. Ja, in der zweiten Halbzeit die Angriffe der Mainzer nicht mehr so oft wie in der ersten Halbzeit zu sehen. Bayern haben das mittlerweile gut im Griff, sind aber immer wieder anfällig, wenn Mainz wirklich mal Gas gibt. So, da ist Rafinha, da ist Sanchez, Lucas Vazquez und Thomas Müller. Und da ist Corentin Tolisso. So, Tolisso. Tolisso, aber da wird er so zugestellt, dass er erstmal den Sanchez suchen muss. Ja, weiter geht's zu Rudi. Rudi, von hinten angegangen. Kein Foulspiel, sagt der Schiedsrichter. Aber Jairo kann dann auch nichts draus machen, weil Vazquez danach setzt. So, jetzt Tolisso, komm schon. Schnell umschalten, außen ist Ribéry. Guter Pass zu Franck Ribéry. Die Chance ist jetzt wieder da. Ribéry mit der Flanke in die Mitte. Da muss Müller ran. Da ist der Torhüter und da ist Vazquez. Der Torhüter lässt durch Müller. Und dann ist der Ball in den Händen von Lössl. Riesenkuddelmuddel, aber Mainz hält noch eine Minimalchance hier und heute offen. Sie kassieren nicht das zweite und haben hier wirklich noch die Chance, vielleicht das 1:1 zu machen. Aber mit solchen Pässen natürlich nicht. Gut gemacht von Ribéry, fängt ihn ab, weiter geht's über Rudi. Da ist Müller, will durchstecken. Jetzt steckt er durch, die Chance! Abseits. Das Fähnchen ist oben für Corentin Tolisso und es ist... Oh, da waren zwei im Abseits gestanden. Ja, richtig. So, Wechsel bei Mainz. Niederlechner geht runter. Athanasiadis kommt. Noch nie gehört. Und wir wechseln jetzt aus. Also, Ribéry darf runter. Kingsley Coman kommt. Außerdem Vidal für Rudi und für Tolisso bringen wir auch noch James Rodriguez. Jo. So, mal weiter für die letzten 12 Minuten. Gibt natürlich alles noch ein bisschen Zeit. Und Zeit ist momentan unser Freund. Mal schauen, was jetzt hier noch alles geht. Also, wie gesagt, jetzt sind es nur 11 Minuten. Mainz braucht eigentlich nur ein Tor für den Punkt. Und die Bayern bräuchten eins für die Entscheidung. So, da ist Sanchez. Da geht es zu Lucas Vazquez, Sanchez, die Beine sind mit richtig viel Platz, und mit Thomas Müller, der natürlich das Ding hier reinmacht. 2:0. Mainz hat hinten aufgemacht, das waren die letzten 10 Minuten, da haben sie die Mainzer gesagt, alles nach vorne und genau dann schlagen die Bayern eiskalt zu. Auf einmal ist alles offen und dann lässt sich Thomas Müller alle Zeit der Welt, legt sie den Ball zurecht und Lössl, ja, was soll er da großartig machen? Da steht ein Müller vor ihm, der Zeit hat, sich den Ball zurechtzulegen. Und die Bayern führen mit 2:0, 10 Minuten vor Ende gegen Mainz. Hier sollte nichts mehr anbrennen. Müller mit seinem 6. Tor in dieser Bundesliga-Saison. Jo, das müsste die Entscheidung gewesen sein. Mainz hat jetzt aufgemacht, Bayern hat zugestochen. So, wie gesagt, 8 Minuten sind es jetzt noch, plus ein bisschen Nachspielzeit. Mainz ist natürlich mit wütenden Bällen nach vorne rein. Klar, die hätten jetzt natürlich nur eine Schlussphase spielen wollen. Jetzt Kingsley, come on. Die nächste Chance. Come on. Auf und davon. Kingsley, come on. Sieht der Müller. Er nimmt Müller mit. Der nimmt Vazquez mit und der macht das Tor. Ja, da wollten sie sich gegenseitig den Ball zuschieben. Wer soll ihn denn jetzt machen? Mach du ihn. Nee, mach du ihn. Na, dann mach's ich halt. Okay, dann mach ich das Tor. Das hat sich Vazquez gedacht. Müller kann ihn machen. Nee, mach du. Okay. War sogar nur abseitsverdächtig, sehe gerade von Lucas Vazquez. Aber egal, 3:0. Mainz hat ihn aufgemacht und die Bayern schlagen jetzt eiskalt zu. Kaltschneuzig, der FC Bayern München. Lucas Vazquez mit seinem ersten Tor in dieser Bundesliga-Saison. So, das Ding ist gelaufen. Gut, Mainz hat alles probiert, man kann ihnen nichts vorrechnen. Die haben wirklich gut mitgespielt. Man muss sagen, viele stellen sich in die Beine hinten rein und warten nur ab. Mainz hat mitgespielt. Mainz wollte das Ding hier mindestens gewinnen. Aber zum Schluss hat es dann doch... Gut, zum Schluss ist der Unterschied deutlicher, als eigentlich der Unterschied war. Weil 3:0 ist schon eine ordentliche Packung jetzt nur in die letzten Minuten.
Meinst du mal auf dem Weg nach vorne? Bekommen wir vielleicht nochmal die Chance zum 3:1. Gute Ballstaffette und zum Schluss fehlt Clemens, der an diesen Ball geht. So, Manuel Neuer. In der zweiten Halbzeit nicht so viel zu tun gehabt wie in der ersten. Trotzdem einen guten Job gemacht in beiden Halbzeiten. Die Null steht. Und jetzt noch mit Sanchez, die Coman und die Bayern nochmal auf den Weg nach vorne. Klar, Coman ist frisch. Die Mainzer nicht mehr unbedingt. So, Kingsley Coman, ich glaube diesmal wieder selber machen. Kingsley Coman, Müller, Sanchez. Irgendeiner muss ihn ja jetzt reinmachen. Nee, da macht ihn ja keiner rein. Gut, das war's. Das Spiel ist aus. Die Bayern schlagen den ersten FSV Mainz 05 mit 3:0. Man muss aber dazu sagen, dass ja, zwei der drei Tore in den letzten Minuten gefallen sind, wo Mainz alles nach vorne geschmissen hat. Also eigentlich war es ein wirklich knappes Spiel. Aber so sehen wir heute einen FC Bayern München, der mal wieder 3 Punkte einholt, sich warm schießt für Arsenal. Und mal schauen, wie das dann ausgeht. Ja, 3:0. Ich bin zufrieden. Aber es war ein schweres Spiel. Es war wirklich schwer. Ja, Mainz richtig dagegen gehalten hat. Und jawohl, wir sehen die erste Chance nochmal. Das ist nochmal ein Riesending. Clemens mit so einer Hereingabe. Normal ist er drin. Also normal führt Mainz in 2 Minuten mit 1:0. Aber egal. Glück im Unglück. Die Bayern gewinnen das Ding hier. Bester Spieler heute war Lukas Vázquez mit 9,2. Müller, Sanchez auch gut. Auf der anderen Seite. Ja, die war nicht so schlecht. Die Mainzer hätten sie hier und heute einen Punkt verdienen können, wenn sie Tore geschossen hätten. Haben sie nicht getan, deswegen gewinnen die Bayern mit 3:0. So, wir haben die neue Nachricht, Pressekonferenz, ja bla bla bla. Gut, dann machen wir Schluss für heute. Beim nächsten Mal gegen die FC Arsenal. Die Entscheidung im Achtelfinale steht an und die Auslosung fürs Viertelfinale, glaube ich auch. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, bleibt am Ball. Bis morgen. Ciao.